Heute lancieren wir den neuen Schwerpunkteplan Migration und Rassismus 2022 bis 2025. Wir haben eine Vision. Wenn ein Kind den ersten Tag im Kindergarten besucht, spricht es neben seiner Muttersprache auch Deutsch. Wenn sich Eltern und Lehrpersonen an diesem wichtigen Tag unterhalten, sprechen alle Deutsch. Dies ist uns wichtig, denn wir wollen, dass in der Stadt Bern alle Menschen am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben teilhaben können. Deshalb steht die Förderung von Deutschkenntnissen für Erwachsene und Kinder auch im neuen Schwerpunkteplan im Zentrum.